Was soll sich geändert haben? Natürlich wollen wir auf Augenhöhe mit den Österreichern spielen, aber wenn man das mal jetzt vom Papier sieht, wer da alles spielt und wo sie alle spielen, ihre Spieler jetzt in Österreich, also sind ja 15 Legionäre, die speziell aus Deutschland kommen und dort gespielt haben bisher die ganze Zeit, also dann wissen wir, wie die Rollenverteilung da aussieht. Aber trotzdem, natürlich, wir wollen morgen Eröffnungsspiel für jede Mannschaft. Ist es das gleich schwere Spiel und wir wollen alles versuchen, die Waagschale zu werfen, unsere Stärken sind ja bekannt, aus einer verstärkten Defensive heraus zu spielen, auch nach vorne hin offensiv Glanzpunkte zu setzen. Wir wollen das Spiel auch gewinnen, das ist natürlich klar. Wir wollen offensiv auch nach vorne hin ausgerichtet sein, dann um Tore zu erzielen, um das Spiel für uns zu entscheiden. Ja, ich glaube, dass wenn wir unsere Spiele sehen in der Nationalmannschaft und das vergleichen mit unseren Spielen in unserem eigenen Land, die nationalen Mannschaften, dann haben wir schon große Unterschiede, das sind enorme Unterschiede. Und ich muss sagen, meine Mannschaft hat sich weiterentwickelt. Das haben die Vorbereitungsspiele auch gezeigt, gegen Kroatien und auch gegen die Ivory Coast, auch gegen Deutschland, dass wir da mithalten können von der Spielgeschwindigkeit. Aber auch körperlich sind wir in einem guten Zustand. Die Mannschaft hat sehr viel dafür getan und ich glaube, dass wir sehr, sehr gut vorbereitet sind für das morgige Spiel.